Was bildet sich dieser Schnösel ein? Der sitzt mit seiner Praxis in meinen Räumen und bietet mir ein Almosen an. War doch ein nettes Angebot. Ach, du hättest sein hochmütiges Gesicht mal sehen sollen. Der hat nur darauf gewartet, dass ich ihm die Füße küsse. Aber den Gefallen tue ich ihm nicht. Eigentlich müsste ich das Geld besorgen, nur um dich aus Dankbarkeit vor mir auf den Knien zu sehen. Da kannst du lange warten. Ich beuge mich niemandem, weder dir noch diesem Arzt. Da bist du ein Idiot, du hättest das Geld von ihm nehmen sollen. Keine Sorge, ich treib das Geld schon noch auf. Ach, und wie? Werde ich eben privaten Besitz verkaufen, mein Auto zum Beispiel. Dein Luxusschlitten, an dem du so hängst? Für ein höheres Ziel muss man eben ein Opfer bringen. Dein Heldenmut bringt dir aber nichts ein, der Gebrauchtwagenmarkt liegt am Boden. Weißt du was? Wenn der Job der Unke im Teich frei wird, dann bewirb dich doch. Lukas ist wirklich ein Idiot. Natürlich will ich ihm wieder vertrauen. Aber ich kann nicht so tun, als ob nichts passiert wäre. Werner steckt bis zum Hals in Schwierigkeiten. Das ist bestimmt kein Zufall. Und dieser Banker hat nun mal gesagt, dass Lukas ihn angeschwärzt hat. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich möchte Lukas gerne glauben. Aber er hat zu oft gelogen. Andererseits hatte er immer einen guten Grund oder eine Erklärung. Aber ich muss doch an Werners Seite stehen. Er ist mein Vater. Was ist? Hast du an dem Tag schon was Besseres vor? Susanna kommt bestimmt nicht mit. Ach, komm, bis jetzt habt ihr euch immer wieder versöhnt. Ja, diesmal nicht. Sie hält zu ihrem Vater. Sie denkt, du hättest Werner Saalfeld denunziert. Ich kann sie sogar verstehen. Komm, sprich noch mal mit ihr. Es wäre echt schade, wenn du alleine auf die Feier kommen müsstest. Hm? Ach, hätte ich doch das Geld aus dem Casino noch. Was würdest du dann tun? Es ihrem Vater geben. Ja, er würde es als dein Schuldeingeständnis sehen und dich abblitzen lassen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat noch ganz andere Hilfsangebote abgelehnt. So selbstherrlich wie der ist. Wärst du immer noch schlecht auf ihn zu sprechen, ha? Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, wer dich als Lügner dastehen lassen möchte? Irgendjemand profitiert davon. Und dieser jemand hat dich reingelegt. Welcher Typ macht heimlich Fotos von meiner Freundin? Und vor allem warum? Also es muss jemand aus dem Hotel sein. Oder aus dem Dorf, das steht schon mal fest. Oder es war Harry Lugauer. Wieso? Ich will dir echt nicht zu nahe treten, aber findest du nicht auch, dass dein Freund so ein bisschen merkwürdig ist? Wieso? Bevor der hier aufgetaucht ist, gab es keinen Stalker am Fürstenhof. Auch keine Fotos, die unter irgendwelchen Stühlen herumgelegen sind, ja? Wer hat denn behauptet, überleg doch mal, wer hat behauptet, dass die Fotos aus meiner Jacke gefallen sind? Harry. Eben. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Harry lügt. Wie gut kennst du den Typen eigentlich? Naja, also ich weiß nicht besonders viel über ihn, aber wir kennen uns schon ewig. Er ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber er ist sicher nicht der Typ, der heimlich Fotos macht. Okay, pass auf, vielleicht ist ja auf den Fotos irgendwas, was uns einen Hinweis auf den Täter gibt. Denkst du, er hat aus Versehen seinen Schuh fotografiert oder wie? Sind das die Fotos, von denen Harry erzählt hat? Ja, die lagen auf der Terrasse. Die hat jemand heute Morgen gemacht, als ich Pause hatte. Echt? Du, vielleicht ist dir der anonyme Knipser ja begegnet. Hast du jemanden gesehen oder vielleicht gehört im Gebüsch? Nee, ich war die ganze Zeit allein. Dachte ich jedenfalls. Mensch, das ist echt gruselig. Ich pass auf dich auf, ja.
widerlich, dieser Konopka, wie der sich an Hendrik ranschleimt. Du hast nur einen Freund, Hendrik. Und das bin ich. Tschüss. Tschüss. Servus, servus. Och. Heiliger, da bist du. Pass auf, ich muss dir was sagen. Wenn du mir mitteilen willst, dass ich deine Charlotte mit dem Niederbühl verloben will, das weiß ich schon. Was sagst du dazu? Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Bist du immer noch der Meinung, dass der es nicht ernst meint mit ihr? Doch, schon. Aber? Du hast doch irgendwas gegen die Verbindung. Ja, nein. Aber darum geht's ja jetzt auch überhaupt nicht. Sondern? Die Zwick nervt mich. Sie versucht schon den ganzen Tag, dich zu erreichen. Wann rufst du die zurück? Überhaupt nicht. Wer sich dir gegenüber so mies benimmt, mit dem will ich auch nichts mehr zu tun haben. Oh, Glück hat es das Leben. Gratulation, Herr Sonnenmichler. Wozu? Ach, Sie wissen das noch gar nicht? Ihr Mann liegt eine Nase lang vorne. Ist doch kein Wunder, hm? Wieso? Hast du eine Wahlumfrage gestartet? Ja, im alten Wirt, aber da haben wir ja schon einmal drüber geredet. Wer hat dich auf die Idee gebracht? Der Konopka. Als Wahlhelfer ist der tatsächlich zu gebrauchen. Ben? Wählst du etwa auch meinen Mann? Wahlgeheimnis. Ja, genau. Also, möge der Bessere gewinnen. Oder der mit den besseren Wahlhelfern. Ich gratuliere dir, Alfons. Aber freu dich noch nicht zu früh. Schön, dass du mal wieder Zeit für deine Mama gefunden hast. Es ist länger her, dass wir einfach mal so zusammengesessen haben. Ja. Ich nehme an, unser Beisammensein hat noch einen anderen Grund. Brauche ich einen Anlass, um meine Mutter zu besuchen? Ich muss dir aber gratulieren. Bald gehört dir der ganze Fürstenhof. Oh. Wirklich? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich frage mich, wie du Winkelmann dazu gebracht hast, Werners Alfred den Geldhahn abzudrehen. Wer behauptet denn sowas? Ich habe ja auch meine Informanten. Aha. Es war natürlich nicht ganz nett von dir, dass du mich in die Sache mit hineingezogen hast. Aber ich verzeih dir. Ach, das ist aber lieb von dir. Ich habe mit der Sache aber nichts zu tun. Genau. Ja, wahrscheinlich war es der Konopka, der die Lüge in die Welt gesetzt hat. Ich fürchte, da sollten wir uns was Glaubhafteres überlegen. Welchen Grund hätte er zu behaupten, ich würde diesen Winkelmann gegen ihn aufhetzen? Er versucht, einen Keil zwischen dich und Sandra zu treiben. Das wäre doch nicht das erste Mal. Denkst du wirklich, ich glaub dir diesen Mist? Da die Stimmung zwischen uns ja so schnell wieder perdu ist, ziehe ich mich zurück. Du kannst gerne weiter mit mir reden, wenn du dich beruhigt hast. Rosalie? Ja, Lukas hier. Ja, es geht mir prächtig. Du musst mir helfen. Du kennst ja 1000 Leute. Kennst du zufällig einen verlässlichen Bankier? Ja. Also wenn der moralisch etwas flexibel ist, umso besser.